Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute schauen wir hier wieder bei unserer guten alten Duff-Fabrik vorbei. Heute basteln wir mal den Duff-Truck. Hat sich einer gewünscht in einem letzten Video, der war dabei, die ganze Duff-Fabrik zu bauen und die ist ja schon ein bisschen alt, ne? So 2 Jahre ist das her, dass wir uns hier rangesetzt haben, die Duff-Fabrik zu bauen und da muss ich dir sagen, du bist verrückt, weil ich habe mir die Videos angeguckt, also puh, also wer das schafft, es noch zu bauen, der zieht den Hut vor dir. Weil ich denke mir so, Mensch, das ist so alt und so viele Sachen sind schon so alt, die könnten wir alle mal überarbeiten. Wir haben es ja gesehen bei der Feuerwehrstation, ne? Also Vorher-Nachher-Effekt, der ist schon groß. Ne? Also ich glaube, wenn ich mich heute nochmal ransetze an ein paar Sachen, also ich glaube, die kriegen wir viel besser hin und naja, egal. Jedenfalls, ich glaube, vielleicht sollten wir die Duff-Fabrik nochmal neu bauen. Es gibt ja auch 2 Versionen davon. Wir hatten ja die aus den Folgen des Simpsons damals gebaut. Aber ich denke mal, heute habe ich Zugriff auf allen Simpsons-Folgen. Ich kann mir das alles perfekt angucken, Fotos machen, pipapo und kann mich auch ein bisschen länger hinsetzen. Ich habe ja früher mal täglich hier mal ein Gebäude gebaut und das war mal zack, 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 immer eins nach dem anderen. Und da sind vielleicht auch mir 1-2 Fehler mal vielleicht unterlaufen. Und daher würde ich sagen, wenn genug sagen, bau die neu oder bau die aus der Spiele-App, dann könnten wir es ja machen. Auch bei anderen Sachen. Also ich schaue mal vorbei, so immer wieder, was können wir neu machen. Ich habe jetzt auch mir schon wieder was rausgesucht, wo wir ein bisschen was überarbeiten. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber lasst euch überraschen. Ja gut, aber ich glaube, so ein Video, was wir mal wieder neu bauen, vielleicht auch eine Tour mal machen von der Map, wäre auch nicht schlecht. War hat sich auch mal einer gewünscht, aber ich komme noch nicht dazu oder ich habe auch noch nicht so richtige Musik dafür. Also ich bin immer so, ich brauche immer so die richtige Musik für so eine Tour. Also wenn ich da nichts habe, dann weiß ich nicht, bin ich so inspiriert, da irgendwie was zu machen. Aber egal, heute geht es ja darum, einen Duff-Truck zu bauen. Und das wollen wir jetzt machen, der ist auch relativ schnell und simpel aufgebaut. Und dann kannst du da dein Duff reinfüllen oder auch Milch reinfüllen, Fanta reinfüllen, ist egal, es ist halt ein Tanklaster. Ja, und für so einen Duff-Truck brauchen wir nicht so viel. Also eine Kiste ist schon zwar voll, aber es ist alles noch relativ übersichtlich. Ja, dann holen wir uns mal ein paar Kohleblöcke raus für unsere Räder. Die Felgen machen wir wieder mit Steinschalter, ne? Dann holen wir uns auch glatte Steinstufen raus, Bruchsteinstufen, roter Beton, ne, für unser Blech. Dann holen wir uns noch ein bisschen Stolperdrahthaken raus. Dann holen wir uns ein paar Steinblöcke raus. Davon nochmal die Steintreppe und polierte Dorittreppen. Ja, wenn du dann das ganze Blockmaterial zusammen hast, würde ich sagen, legen wir erstmal los mit dem Kohleblock, um unsere Räder uns zu basteln. Wir fangen erstmal mit 2 Rädern vorne an, für unsere Fahrerkabine. Einfach mal hier gleich nebeneinander hingesetzt. Dann geht es einmal nach hinten weg, lassen 3 Blöcke Platz und setzen hier so ein Doppelrad hin. Gegenüber machen wir auch wieder ein Doppelrad. Dann lassen wir 5 Blöcke Platz und setzen hier nochmal so 2-mal solche Doppelräder hin. Jo, und wenn wir denn erstmal unsere Räder haben, machen wir so ein bisschen den Unterboden hin von unserem Truck. Das heißt, wir setzen einfach mal vorne hier einfach mal unsere glatten Steinstufen hin und die dann einfach mal bis nach hinten ziehen. Jo, wenn wir uns den Unterboden hier einmal gerade lang gezogen haben, nehmen wir mal unsere Bruchsteinstufen zur Hand. Die setze ich mir vorne einfach hin. Das ist so ein, ja, Benzinkanister oder was da vorne bei der Fahrerkabine ist. Jedenfalls machen wir uns hier mit Bruchsteinstufen so ein bisschen hier das Ganze versuchen darzustellen. Wenn wir das soweit haben, schnappen wir unseren roten Beton und fangen vorne einmal an. Wir setzen jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4 rote Betonblöcke hin. Das Ganze machen wir hier auf eine 3er Dicke. Hinten machen wir nochmal 2 einzelne Blöcke hin. Dann platzieren wir jeweils nochmal 2 rote Betonblöcke auf unseren Rädern hinten. So. Und ganz vorne hier machen wir einfach mal das Ganze noch zu. Dann kommen wir schon zum Stolperdrahthaken. Das sind so ein bisschen die Türgriffe von unserer Fahrerkabine. Die setzen wir hier noch hin. Und wir haben ja auch noch die Steinknöpfe. Die müssen wir auch erstmal noch platzieren für unsere ganzen Felgen. Jo, wenn wir dann das Ganze hier soweit haben, nehmen wir mal unseren Steinblock zur Hand und fliegen hier mal an die Seite unseres Anhängers. Ne? Wir platzieren jetzt hier einfach mal 2 ja, Steinblöcke einfach mal hier so an den Seiten hin. Und dazwischen können wir gleich mal die polierten, wie heißen die, polierte Dorittreppen. Dorittreppen setzen wir einfach mal hier dazwischen.
Weiter geht's dann wieder mit unseren Steinböcken. Wir setzen hier drauf jetzt einfach mal, blub bis auch ganz nach hinten, hier eine Ebene an Steinblöcken hin. Und ganz oben setzen wir einfach mal vorne und hinten in der Mitte einen Steinblock hin. Und an den Seiten setzen wir dann Steintreppen hin. Hier oben in der Mitte, ach komm, das füllen wir nochmal aus mit einfach nochmal Steinblöcken. Und auf der Rückseite unseres LKWs setzen wir einfach an den Seiten umgedrehte Steintreppen hin. Die Mitte hier unten lassen wir erstmal noch frei. Ja, dann können wir erstmal das Blockmaterial wegtun und gucken hier nochmal in unsere Kiste rein. Hier haben wir die nächste Reihe. Und das hier alles benutzen wir jetzt nur vorne für unsere Fahrerkabine. Und da brauchen wir einfach mal ein paar Birkenschalter. Dann holen wir uns mal einen Ofen raus. Würde unser Motor sein, ne? Den Kühlergrill, wie immer mit einer Leiter stellen wir da. Dann holen wir uns noch eine schwere Metalldruckplatte. Dann holen wir uns, ja, würde ich mal sagen, hellblaues Glas raus. Kannst auch wieder andere Farbe nehmen, ist egal. Ja, dann Eisen geht da noch rausholen. Dann nochmal Glasscheiben. Am besten die gleiche Farbe, die du denn jetzt hier dich schon ausgesucht hast. Dann holen wir uns noch Quarzstufen raus und Skelettschädel. Ja, wenn wir das alles zusammen haben, geht's los. Erstmal mit dem Birkenschalter. Die setzen wir vorne hin, dass wir, sag ich mal, hier so unsere Scheinwerfer haben. Den Motor setzen wir auch noch hin. Und jetzt fällt mir auf, ups, ja, alles hier mal berichtigen, wenn man schon sowas sieht. Ja, den Motor setzen wir hin, darauf setzen wir dann unsere schwere Druckplatte. Dann können wir hier hinten schon mal zwei Glasblöcke hinsetzen, an den Seiten den Eisengitter. Dann machen wir hier noch eine Glasscheibe hin für unsere Seitenspiegel. Darauf können wir jetzt zweimal hier so eine Reihe von Quarzstufen uns platzieren. Da vorne setzen wir nochmal so etwas tiefer noch eine weitere Schicht. Und dann setzen wir darauf drei Skelettschädel, die so nach hinten gucken. Sind so ein paar Lampen oben drauf. Kann man ja so ein bisschen darstellen. Ja, dann haben wir dieses Blockmaterial auch wieder verbraucht. Weg damit und gleich wieder an die Kiste ran. Und dann holen wir uns hier mal die unterste Reihe noch raus. Ja, um das Ganze abzuschließen, holen wir uns noch ein paar steinzige Mauern raus. Einen Amboss holen wir uns noch raus. Einen Spender holen wir uns raus. Niederziegezaun, Tropenzaun. Roter Teppich, schwarzer Teppich und weißer Teppich. Und dann nochmal irgendein Schild. Jetzt habe ich hier das Eichenschild, obwohl das sieht ein bisschen doof aus. Ich glaube, zu Duff, da passt besser hier so ein Bögenschild. Wir haben ja verschiedene Schilder, ne? Also von daher, sucht euch da was aus. Jo, wenn wir auch das haben, geht's los. Wir verballern erstmal die Schilder. Die platzieren wir hier hinten einfach mal in unseren Tank so unten einfach ran. Da kann man denn gerne, wer möchte, Duff raufschreiben. Ja, Duff kannst du halt draufschreiben oder auch was immer du da reinfüllen solltest. Dann kannst du da denn halt die Marke hinschreiben. Und auf der anderen Seite mache ich es einfach auch nochmal, ne? Damit man halt immer weiß, von welcher Seite man noch guckt, was da drin ist. So, obendrauf machen wir nochmal so ein bisschen oder versuchen so ein bisschen das Logo von Duff da ein bisschen darzustellen mit Teppich. Es wäre natürlich cool, wenn Minecraft, statt dass wir jetzt hier Teppich nehmen, vielleicht Betonstufen und sowas haben. Haben wir ja natürlich nicht, aber falls es mal kommt, kann man das ja dann auch austauschen durch Betonstufen, ne? Also sieht, glaube ich, besser aus. Aber solange das nicht ist, müssen wir uns halt immer mit Teppich begnügen. Jo, dann kommen wir mal auf die Rückseite unseres Duff-Trucks. Hier platzieren wir einmal den Spender hinten rein. Das ist natürlich dann jetzt hier, wo wir, sag ich mal, das Duff einpumpen können oder halt auch wieder rausholen. Ja, dann machen wir noch so einen kleinen Schlauch hin. Ne, hier ist dann der Griff. Ne, und dann zack, kannst du hier das betanken oder leeren, wie auch immer. Jo, dann bleibt am Ende nur noch der Amboss übrig. Da würde ich sagen, ist so ein bisschen die Anhängerkupplung. Ne, kuppeln wir das hier ganz an mit der Fahrerkabine. Und dann machen wir noch ein paar Auspuffe hin, ne, von unserem Truck. Die befinden sich ja nicht hinten. Hinten ist ja der Anhänger, der macht sich nicht gut. Von daher gleich in der Fahrerkabine. Machen wir hier zwei davon hin. Ja, und fertig ist der Duff Truck. Aus der Spiele-App-Version. Ich glaube, das habe ich zum Anfang nicht gesagt, woher ich die ganze baue. Aber das nimmt sich nicht so viel, sag ich mal, von der Serie der Sims. Also, das ist eigentlich komplett identisch. Aber davon kann man sich jetzt so viele hinbasteln, wie man möchte. Duff Truck natürlich. Ne, jetzt verlassen sie natürlich das Werk und verteilen überall in der Stadt das leckere Duff. Und jo, dann sind wir damit auch wieder durch. Und dann, ja, kann ich mich hier vorne hinstellen. Auftrag erfüllt. Hier ist dein Duff Truck. Und wenn ihr noch irgendwas habt, was man bauen sollte bei den Simpsons, dann könnt ihr es mir ja gerne schreiben. Oder was wir vielleicht neu bauen sollten, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wo ihr sagt, so, hey Hotdog, diese Videos, die sind so alt. Überarbeite die mal. Ne? Häng dich mal da rein, mach mal wieder was Neues. Und ja, ihr wisst ja, wir können ja eigentlich alles wieder toppen mit Betonblöcken und so. Wir haben ja hier noch mit Wolle damals gebaut, ne? Also weil es ja diese Blöcke nicht gab. Ne? Also
Naja, egal. Das klären wir alles noch in anderen Videos. Aber ansonsten sind wir hier mit dem Duff Truck fertig. Ich kann mich nur noch davor Safety hinstellen. Und wenn ich davor Safety stehe, sage ich eins nur noch zu euch. Und zwar ganz einfach. Tschüss.